Sie sind hier, 5. Januar 2019, 15.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Papst Franziskus gilt als sportbegeistert. Urheberrecht, Getty Images. Novum in der Geschichte des Vatikan, erstmals in der Geschichte gibt es einen Sportverband, dank eines Abkommens mit dem italienischen Verband. Der Vatikan bekommt seinen ersten eigenen Sportverband. Dank eines bilateralen Abkommens mit dem italienischen Olympischen Komitee, CONI, entsteht Atletica Vaticana, dem sich Athleten aus dem Vatikan anschließen können. Zum Präsidenten des Sportverbands wurde Bischof Melchor Sanchez de Toca Alameda ernannt, teilte der Vatikan mit. Die offizielle Vorstellung ist am Donnerstag im Vatikan in Anwesenheit von CONI-Präsident und IOC-Mitglied Giovanni Malago geplant. Clericus Cup, erstes Turnier im Vatikan. Der Vatikan hatte bereits 2009 ein Fußballturnier ins Leben gerufen. Der sogenannte Clericus Cup mit 16 Mannschaften wird jährlich im Frühjahr ausgetragen. Darin beteiligen sich Theologiestudenten und Dozenten der päpstlichen Universitäten. Papst Franziskus selbst gilt als großer Fußballfan. Die Meisterschaft wurde allerdings bereits 2007 unter seinem Vorgänger Benedikt XVI. Eingeführt, von Sportinformationsdienst.